Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder live aus der Burgerbude, eben noch einen Hamburger reingezogen, ein bisschen trinken. Und für euch die Themen frisch gepresst wie der Orangensaft. Und zwar haben wir heute drei Themen. Emirates Airlines bringt in die 777 und in die, also in die X und in die 350 innovative neue Fenster. Und zwar ist das eine Mischung aus elektrisch und alter Blende. Dann haben wir noch ein Thema, das die thailändischen Reisen teurer macht. Da gibt es eine Teuerungsrate bei den Departure Taxes. Und als drittes Thema, ein Thema, was mir heute im Hotel aufgefallen ist, dass Hotels keine Flaschen mehr als Getränke geben. Es gibt ja als Welcome Amenity zum Beispiel bei Hilton Wasserflasche, bei Marriott Bonvoy Wasserflasche. Aber jetzt haben die solche Automaten da stehen. Ihr wisst, da kannst du mit der eigenen Flasche hingehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Trend halten soll. Wir werden das heute besprechen. Ihr seid jetzt wie immer dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten kommentieren. Denkt an die Kanalmitgliedschaft und wir haben am 18. Januar in Frankfurt den, nennen wir es einfach, Gerichtsstammtisch. So, ich hoffe, der Ton ist gut. Es ist ein bisschen laut hier. Deshalb habe ich auch direkt die Tüte, wo ich direkt reinspreche. So, erstes Thema, können wir auch direkt mit anfangen. Und zwar ist das, bei Emirates gibt es neue Fenster in den 350er 777X. Bei denen macht man da auch nicht dieses Geschisse wie bei Lufthansa, dass man eventuell nur zwei oder drei Fenster macht bei diesen besonderen Business-Suiten. Und da ist es so, das ist eine Mischung. Und zwar ist das die alte klassische Sonnenblende. Ihr kennt das ja vom Hohen runter. Aber diese ist elektrisch. Das ist natürlich dann etwas, was innovativ ist in meinen Augen. Man kann natürlich jetzt sagen, elektrisch ist immer doof, weil man auf Knopfdruck alles runter und alles hoch machen kann. Ja, ich weiß. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch innovativ, weil es nicht wirklich viel mehr kostet. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, dass so ein Elektromotor wesentlich schneller kaputt geht. Man kann sagen, wenn er kaputt ist, dass er dann halt so ist. Aber man kann auf der anderen Seite auch wahrscheinlich wieder manuell, ne, manuell arbeitet, kann man ihn wieder hochschubbern. Ich finde das halt innovativ und bei Emirates ist wie immer, da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und zwar ist das so, dass die das für alle Fenster einbauen wollen. Und was denkt ihr davon, beim 350 sowas zu nehmen, anstatt diese komische Verdunklung, wo man halt keine 100% hat? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr diese Fensterblenden mögt oder nicht. Und dadurch, dass es halt insgesamt nicht teurer ist, finde ich das also relativ cool. Und man kann das natürlich auch in die 737 Max, falls Lufthansa eine bekommt, einbauen. Und natürlich auch, glaube ich, geht es auch als Retrofit. Ja, also kann man einbauen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. Denn natürlich ist das so, dass das nicht wartungsfreundlich ist und mehr Gewicht bringt. Aber es ist wirklich eine Komfortsache. Für Cabin Crew ist das natürlich interessanter, dass man, wenn man durch die Kabine geht, nicht überall gucken muss, ob die Blenden hoch sind. Ist ein Vorteil. Aber hier seid ihr gefragt. Und zwar die Frage des Tages. Macht es Sinn, so etwas elektrisch zu machen? Oder sagt ihr, ich möchte lieber die alte, klassische Handbetrieb? Oder wo die Flugbegleiterin mit dem Kleiderbügel durch die Gegend geht? Also da bin ich mal gespannt auf eure Antwort. Dann das nächste Thema geht direkt los und zwar in Thailand. Die Airports of Thailand, AOT wie die Buden heißen, haben jetzt wieder eine neue Departure Tax bekommen. Und zwar ist es so, dass man diese Departure Tax ist erhöht. Und diese Erhöhung macht natürlich die Reise selber teurer. Und ich sage mal so, in Deutschland wollen wir von 10 auf 15 von der Grabbelgebühr. Und die wollen dann ab dem 1. April 30 Baht, was 30% sind. Ist jetzt natürlich nicht so viel, aber trotzdem ist es eine Erhöhung. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn? Oder sagt ihr, das hält euch ab, dann nach Thailand zu fliegen? Weil ich glaube ehrlicherweise, dass die paar Euronen einen da nicht wirklich von abhalten, nach Thailand zu fliegen und da etwas zu machen, weil man ja wirklich diese, das sind halt nominale Fees. Aber ist euch das auch schon mal aufgefallen oder sind die Fees für euch da nicht in irgendeiner Art und Weise erkenntlich oder erkennbar? Oder achtet ihr überhaupt drauf? Ist ja wieder die alte Thematik, dass man bei solchen Tickets eigentlich immer einen Gesamtpreis nur kauft und nicht halt weiß, was da alles drin ist. Fände ich übrigens auch besser. Schade ist natürlich bei Finnair-Tickets, dass die jetzt nach Steuern abgezogen sind für die Avios. Da finde ich, da hätte der Geiz nicht so sein müssen. Da hätte man auch sagen können, wir bezahlen eigentlich alles, was ihr bezahlt. Aber so ist das mit Fluggesellschaften. Die haben halt wenig Freude. Und jetzt
als letztes Thema für euch die Wasserflasche. Für wen von euch ist die Wasserflasche wichtig? Für mich zum Beispiel ist sie wichtig. Ich mag das immer, wenn ich abends im Bett liege oder wenn ich spät ankomme, dass ich halt was zu trinken habe oder wenn man morgens mit Maulfäule aufwacht, dass man was trinken kann. Und ich will es auch immer Sparkling haben, also dass da auch was passiert und blubbert. Und die Hotels fangen jetzt an, dass man halt solche Wasserspender hat und mit einer eigenen Flasche das macht. Und mit der eigenen Flasche ist das dann so, dass man dann an diese Maschine rangeht und dann dort schauen muss und guckt, dass man das Wasser bekommt. Und ich weiß nicht, was mich ein bisschen daran stört ist, ich finde das ja immer eklig, wenn so Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder Hotels das Wasser nehmen, was sie gefiltert haben. Weil wir wollen mal ehrlich sein, wenn man das Privileg hat, in Finnland zu wohnen, dann hat man Wasser, das Weltklasse ist. Aber wenn man so Amerika ist und hat dann so gefiltertes Brita-Wasser oder wie das heißt, da ist ja schon ein halbes Schwimmbad drin gewesen mit dem Chlor. Das ist eklig. Natürlich wird uns das Ganze nicht als Ersparnis verkauft, sondern als Umweltschutz, Öko. Ne? Auch hier wieder für euch die zweite Frage des Tages. Wie findet ihr das? Wie ist das? Ist das etwas, was ihr als wichtig erachtet oder eher nicht? Heute die Sendung relativ kurz, weil Themen waren heute alle sehr mau. Ich hoffe ja morgen auf Mario. Mario hat sich noch nicht gemeldet. Wir müssten die Sendung vorab aufzeichnen. Hallo Herr Hoffmeister, Grüße nach Goslar. Kurzer Hinweis, ob wir morgen aufzeichnen oder ob ich morgen den Tag alleine beschreiten muss. Ansonsten für euch nochmal, wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft und Stammtisch. So, jetzt lege ich das Ding weg und gebe einen Abspann für euch. Ich weiß, kurze Sendung, sorry. Aber ihr könnt ja das honorieren durch viele Likes und durch viele Kommentare. Also, danke euch, bis dann, ciao. Jetzt finde ich den Abspann nicht.